sonst würden so eine offensichtlichen Sachen nicht rumliegen. Was haben wir denn hier? Das ist ein weiterer Seeigel. Juhu! Das ist ein weiterer Seeigel und hier sieht man auch die Schale von noch einem zweiten, der leider ab ist. Langsam wieder die Abbruchkante und es kommt langsam mal wieder ein wunderschöner Donnerkeil. Wow! Eine Spitze, richtig groß, der ist richtig glatt, noch nicht kaputt. Alter Schwede! Wenn mir heute Morgen jemand gesagt hätte, dass ich so viel finde, das hätte ich dem nicht geglaubt. Herzlich willkommen an der Ostseeküste. Heute bin ich mal wieder in Wustrow und werde diesen Weg hier lang gehen, bis hinten zum Bunker und wie weit es noch möglich ist. Und hier sind wir bei dem berühmten abgestürzten Bunker von Wustrow. Und häufig kann man hier gar nicht hin zur Winterszeit, weil das Wasser bis an die Klippe rangeht. Und einen Donnerkeil. Ja. Ja, ich habe jetzt eben schon einen Sammler gesehen, der hatte schon so eine Harke mit, wo er wahrscheinlich die ganzen kieselgroßen Steine umgehakt hat, um besser sehen zu können, ob sich da irgendein Fossil drin versteckt. Also ich erwarte heute ja gar nichts mehr. So, und hier geht's gleich weiter mit einem Mini-Donnerkeil. Gleich daneben ein Riesen-Oschi. Wow. Okay. Nicht schlecht. Augen aufhalten hier. Hier ist gut. Das ist doch auch einer. Das wäre echt ein richtig schön großes Exemplar gewesen. Da weiß ich echt nicht, ob ich den mitnehmen möchte, weil der ist echt schon sehr kaputt. Nehme ihn erstmal mit. Hier noch ein etwas kaputter Donnerkeil. Ja, aber der ist kaputt. Den schmeiße ich wieder zurück ins Meer. Jo, das ist ein richtig guter. Jawohl, sehr schön. Ist nicht ganz perfekt, aber der ist richtig gut. 5 Strahlen, sogar mit Schale kann man was von dem erkennen. Bräuchte ich gar nicht mal wegätzen, die Schale. Wahnsinn, cool. Guck mal hier sieht man so Kreidelinien, bis dort oben gehen. In den Phasen ist nicht so richtig durchgehend Kreide, sondern wie ganz viele kleine Kreideeinschlüsse, wie so eine Lage. Ich werde mir jetzt einfach mal vornehmen, hier mich mal in Ruhe hinzuhocken, weil ich übersehe doch 100 pro immer die Hälfte aller Fossilien. Ist alles weiß. Wenn nichts ist, dann ist nichts. Ich hab ihn, verdammt, nein, hier habe ich ihn gesehen. Ja, cool. Yes. Das ist ja ein richtig guter. Der ist schon richtig schrumpelig. Aber man sieht auch, ich glaube, das ist so einer, der total durchsichtig ist, oder? Kann man jetzt nicht sagen. Jawohl, einfach nur hinhocken, hat es übelst gebracht. Mache ich gleich nochmal. Einfach nur hinhocken. Und hier sehe ich sofort einen angefressenen Donnerkeil. Sowas finde ich auch cool, wenn der so eine Löcher hat von so einem Bohrschwamm, von so einem Parasiten. Und hier ist noch einer. Oh, ich muss mich einfach nur hinsetzen. Richtig gut. Okay.
Da sieht man mal, wie lange die Augen manchmal brauchen, um sich zu adaptieren, um sich anzupassen. Jawoll! Noch einer. Ist das Katzengold? Ja, krass. Okay. Einfach nur sitzen bleiben. Die bewährte Taktik. Was ist denn das hier eigentlich? Nichts. Oh. Ah, ich dachte schon, das wäre auch rosa Faserkalk. Ist es aber nicht. Jo. Wahrscheinlich kann man sich an derselben Stelle an zwei unterschiedlichen Positionen hinsetzen, mit zwei unterschiedlichen Blickwinkeln, und man würde jedes Mal neue Geschichten sehen. So, aber jetzt glaube ich, jetzt ist hier nichts mehr, ne? No, noch ein kleiner. Achso, nee, der ist abgesplittert. Kleiner Hühnergott. Ich mach die gleiche. Oh nee. Ist das hier eine? Habe ich von der Entfernung gesehen, aber es ist leider nichts. Ich mache die gleiche Taktik. Ich wende die gleiche Strategie jetzt hier nochmal an. Einfach nur hinsetzen und warten und gucken. So. Ich meine, hier werden nicht viele Leute lang gegangen sein. Und eigentlich muss doch immer mal irgendwie ein Fossil mit dabei sein. Ja gut, jetzt haben wir hier zu viel von so einem Schaum. Hier funktioniert es nicht so gut. Ich guck jetzt nochmal von oben. Ich glaube auch die Sache. Oh, hier! Zack! Jawoll! Ich wollte gerade sagen, die Sache, wenn man sich hinsetzt, ist ja noch, dass wenn hier mal Leute lang gehen, gucken die direkt von oben. Das heißt, man würde ja, wenn man von oben guckt, den gleichen Blickwinkel wie alle anderen einnehmen. Und wenn man sich an die Seite setzt, dann sieht man das aus einem anderen Blickwinkel und kann Dinge erkennen, die vorher keiner gesehen hat. So, ich setze mich nochmal hin. Dum, di dum, di dum, di dum, dum, dum. Ja, auch den. Wie konnte ich den jetzt vorher übersehen? So, jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Also da hinten sind schon wieder Leute. Gehe ich jetzt dann bis nach Ahrenshoop und dann hoch? Oder gehe ich wieder zurück? Aber wenn ich zurückgehe... Oh! Alter Schwede! Boah, das ist einer der größten Donnerkeile, die ich je gefunden habe. Junge, Junge, Junge. Das ist ja ein richtiges Monster. Langsam kommt hier wieder Zivilisation. Aber das war ja jetzt ein mega spannender Abschnitt, ey. Mit so einem riesen Fund noch als letztes, mit diesem großen Donnerkeil. Ich kenne mich hier eben überhaupt nicht aus, ab wo jetzt hier wieder alles abgesammelt ist, ne? Aber der Abschnitt, an dem ich, also vor 10 Metern noch, war noch nicht alles abgesammelt. Sonst würden so eine offensichtlichen Sachen nicht rumliegen. Was haben wir denn hier? Das ist ein weiterer Seeigel. Juhu! Das ist ein weiterer Seeigel und hier sieht man auch die Schale von noch einem zweiten, der leider ab ist. Nehme ich mit. Ich muss noch mal überlegen, was ich mit diesen ganzen großen Feuersteinen drumherum immer mache, ob ich versuche, die Seeigel rauszuhauen. An sich sehen die ja ganz gut aus, wenn die da so drin hocken. Nur das nimmt einfach unheimlich viel Platz weg. So, dann packe ich mal den Seeigel ein. Was ist das denn Surreales?
Schicht irgendwie aus, weiß ich nicht, Algen, Korallen, keine Ahnung, was das sein soll. Oh, das muss ich aber auch mitnehmen. Oh, ich habe jetzt echt viel, was ich mitnehmen will. Aber das sieht ja richtig surreal aus. Komisch. So, also ich habe jetzt kurz die Kamera ausgehabt. Ich hatte hier noch einige Donnerkeile gefunden, habe die Kamera aber trotzdem ausgelassen, weil hier so viele Touris lang gehen und ich will die ja nicht alle filmen. Aber jetzt habe ich mal gewartet, weil den hier habe ich jetzt gefunden. Ein ziemlich demolierter Seeigelsteinkern. Gut, also ich habe mich jetzt entschieden, dass ich umkehren werde und nicht in Ahrenshoop zurückgehen werde. Und da jetzt noch ungefähr 3 Stunden Sonne da, sollte ich jetzt mal langsam den Rückweg antreten, da ich ja eh immer, ich gehe ja immer sehr langsam wegen dem Suchen. Von daher ist jetzt höchste Eisenbahn wieder umzukehren. Jo, okay. So, und kaum bin ich wieder auf dem Rückweg, jetzt sind hier mal keine Touristen, das heißt, ich kann ja hier mal filmen. Nummer 1, Moment, und hier war noch ein zweiter, Nummer 2. Ja, und so war das vorhin auch bei 4, 5, 6 von solchen Donnerkeilen, ja, gleich nebeneinander. Aber jetzt momentan muss ich sagen, ich habe heute so viele Donnerkeile, auch richtig gute gefunden, das ist jetzt nur noch Beifang für mich. Oh, was haben wir hier? Ein Klapperstein? Nee. Schön wär's. Echt unsicher, ob die Touris, oh, wirklich, die Touris, die mir entgegengekommen sind, die klettern da hinten einfach, ich weiß nicht, ob man es sieht, über die abgebrochenen Reste der Steilküste. Also wirklich, da muss man echt irgendein Schild aufstellen, die haben echt keine Ahnung. Ich meine, klar, ich gehe jetzt auch zurück, aber ich gehe wirklich, mal das mal zu zeigen, ich gehe bis hier ins Wasser und habe so einen Abstand zur Steilküste. Ja, wenn dort irgendwas abgebrochen wird. Und die gehen einfach einen Meter neben der Steilküste. Ja Gott, müssen die selber wissen. Hier wieder das Inferno der Donnerkeile. Ich gehe einen Meter weiter. Und es liegt rum, liegt noch einen Meter weiter, liegt wieder ein Stück rum. Also es ist wirklich, ich gehe nur einen Meter weiter und dann liegt da wieder einer. Ne? Aber jetzt kommt langsam ein Lüftchen auf. Jetzt wird es langsam etwas windiger. Alter Schwede. Den nehme ich mit. Das ist ein Autoceras. Ich sammle die überhaupt nicht, die Teile. Aber den muss ich mitnehmen. So, eine Sekunde später. Ich will ihn einpacken. Ich gucke nach vorne, sehe einen Seeigel. Und es war mega gut erhalten. Also dieser Strandabschnitt hier, der ist ja richtig, richtig gut. So, Augen aufhalten. Ich dachte schon, da liegt ein Muschelstück auf. Also ich muss jetzt sagen, mir reicht's jetzt, ja. Ich will jetzt einfach nur noch heil und gesund zu Hause ankommen. Ich brauche mich jetzt hier über nichts mehr beklagen. Ich habe alles gefunden. So, jetzt mache ich mal kurz die Kamera aus und dann geht's gleich weiter. Jetzt kommt langsam wieder die Abbruchkante und es kommt langsam mal wieder ein wunderschöner Donnerkeil. Wow. Eine Spitze, richtig groß, der ist richtig glatt, noch nicht kaputt. Toll. Das Eldorado der Donnerkeile hier, ey. Wahnsinn. Man wird hier ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt hier so ein Stückchen kleinen Donnerkeil finde, den packe ich wirklich nur noch so nebenbei ein. Und es gab Zeiten,
wenn ich jetzt irgendwie an meinen Heimatstränden gesucht habe. Boah, alter Schwede. Also, wenn ich an meinen Heimatstränden gesucht habe, dann wäre das hier schon der Fund des Tages gewesen. Ne? Aber unter den Bedingungen jetzt, gestürmt die letzten Tage, relativ verlassene Gegend hier, kann das ja nur was werden. Wow. Also, wenn mir heute Morgen jemand gesagt hätte, dass ich so viel finde, das hätte ich dem nicht geglaubt. Das ist ja auch witzig. Also von der Farbe her könnte das hier rosa Ozeade sein. Aber es ist eben hier eingeschlossen im Zement sozusagen, ne? Da komme ich nicht dran, da ich nicht zufällig gerade einen Presslufthammer mit habe. Ist das leider nicht zugänglich für mich. Obwohl es auch nicht ganz klar ist, ob das jetzt wirklich Faserkalk ist oder nicht doch Quarz. Aber schon schade. Naja. Ja, also auf dem Rückweg habe ich jetzt noch nichts gefunden. Und ich glaube, das sagt einfach mehr über meine Konzentration aus, als über die tatsächlichen Fundmöglichkeiten. Ich bin nämlich echt durch. Die ganze Zeit mit einem schweren Rucksack den Wellen getrotzt. Und wenn ich hier an Land bin, muss ich die ganze Zeit balancieren, da ich ja hier immer auf größeren Stein lang gehe. Und das zermürbt mit der Zeit. Das Schicksal hat gesagt, es reicht. Ich kann nicht mehr finden. Und heute war es wieder so, wie eigentlich jedes Mal, ich finde was, was ich gar nicht auf dem Schirm habe. Also, das wäre in meinem Fall einmal der Orthoceras, der schon so schön freigelegt sich im Stein befindet. Und diese komische Schicht in dem Stein, die so wie ja, so algenmäßig oder Seelilien oder ich weiß nicht, korallenmäßig aussieht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Schwamm, der relativ gut erhalten ist. Oh, da kommen die Sonnenstrahlen richtig gut durch. Das ist ein schöner Abschluss für den Tag. Also das ist eine meiner erfolgreichsten Touren bisher gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin jetzt auch in diesen großen Stein hier mehr am Umdrehen. Vor allen Dingen die Feuersteine. Aber ich habe mir jetzt eh vorgenommen, ich weite den Blick jetzt etwas. Ich gehe jetzt nicht nur darauf, dass ich jetzt Seeigel finden will oder irgendwie das ganze Standardzeug, sondern einfach mal einen offenen Blick haben und vielleicht fällt einem ja doch noch was ins Auge. Mir geht es häufig so, dass gegen Ende, wenn meine Konzentration runtergeht, dann ist es eigentlich gar nicht gut, hier unbedingt noch mal was finden zu wollen, sondern da ist Lockerheit angesagt. Einfach mal ein bisschen rumgucken, neugierig sein und wie so ein Kind jeden Stein mal umdrehen. Und dann kann es wirklich sein, dass man am Ende auch noch mal was findet. Also ich muss sagen, auf der Seite hier Richtung Gustrow bin ich heute nicht so fündig geworden. Das war eigentlich eher die Richtung hier Ahrenshoop. Da habe ich wesentlich mehr gefunden. Aber hier sind auch ein paar mehr Sammler heute unterwegs gewesen. Und ich bin ja nun wirklich spät gestartet, jetzt um 13 Uhr oder so. Ich habe jetzt noch dieses Stück Schreibkreide. Und jetzt gucke ich mal noch. Hallo! Wenn ich jetzt sowas wie Quarzkopf oder viel Spaß beim Video schreibe, ich glaube, das ist zu schwierig damit. Hallo!
Hier war ich beim letzten Mal mal ziemlich erfolgreich. Aber das lässt sich ja nicht erzwingen. Ich bin schon glücklich. Es guckt da raus. Was ist das? Oh, ah, noch ein Seeigel. Ja! Ja! Oh mein Gott. Eine Pyritknolle um den Seeigel drumherum. Ich setze mich mal ganz kurz hin. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ach du großer Gott. Ich glaub's nicht. Die Pyritknolle, die ich immer haben wollte, mit einem Fossil drin. Was meinte ich vorhin noch mit, das ist eine der erfolgreichsten Touren dieses Jahres oder vielleicht auch überhaupt. Also das ist die erfolgreichste Tour dieses Jahres auf jeden Fall gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Also so viele Funde und dann noch so ein absoluter Kracher zum Abschluss. Also jetzt merke ich auch, dass wie viel jetzt plötzlich von meiner Konzentration abfällt. Also wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwas Dickes vor mir liegen würde, ich würde es nicht erkennen. Weil ich im Kopf gerade nur bei meinem letzten Fund bin, bei dem Kracher des Tages. Jetzt wird hier auch langsam alles ganz ruhig. Es sind kaum noch Menschen da. Eine Sammlerin habe ich eben noch getroffen. Hier gehe ich jetzt gleich hoch zu mir nach Hause. In meiner Ferienwohnung. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit Spaß gemacht. Kommt gerne mit in weiteren Videos mit auf Tour. Das wird mich sehr glücklich machen. Diese Videos sind ja dafür da, dass ihr mir vielleicht auch schreibt und dass wir uns austauschen können. Das hier finde ich immer spannend, wenn ihr irgendwie erzählt, was ihr mal gefunden habt. Oder wenn ihr irgendwas nachfragt. Ja, und so ein Hobby in der Gruppe zu betreiben, macht viel mehr Spaß, ne? Das ist was ganz anderes. Bei wem soll ich denn jetzt über meinen Pyrit-Seeigel erzählen? Also das wäre jetzt bis vor kurzem eigentlich nur meine Freundin gewesen. Und so kann ich es jetzt sozusagen ein bisschen der Welt mitteilen. Und ich kann dann anderen Leuten die Chance geben, sich ein bisschen mitzufreuen oder ja auch Begeisterung für das Hobby zu entwickeln. Oder manche sammeln vielleicht auch schon seit Jahren und suchen und wussten selber nicht irgendwie, wen es da noch gibt, der da irgendwie sammelt. Ich hatte mich auch total gewundert, dass es dazu keine Videos auf YouTube gibt. Und deshalb hatte ich mir gedacht, machst du mal selber welche. Vielleicht finden sich ja die ein oder andere Person, die das auch gerne macht oder sich zumindest das gerne anschaut. Und schön ist natürlich, wenn man auch mit den Leuten reden kann. Wenn jetzt irgendwie sagt, hey, das habe ich auch mal gefunden und man kann das noch dort und dort finden. Oder auch wenn ihr mich berichtigt oder so, ne, weil ich weiß ja auch nicht alles, finde ich das immer super interessant. Ja, mit manchen Leuten, mit manchen Zuschauern habe ich mich jetzt sogar auch persönlich schon mal getroffen. Das ist natürlich das absolute Optimum, ne? Dass man zusammen dann losgeht und ein bisschen sammelt, sich austauscht. Ja, meist ist so, jeder weiß etwas, ne? Und ich bin bei weitem kein Profi und wahrscheinlich noch nicht mal ein fortgeschrittener Sammler. Und wenn ich irgendwo hingehe und dort gibt es eine Person, die auch gerne irgendwie mit mir zusammen sammelt, dann weiß die Person meist mehr, weil es geht eigentlich darum, dass man die Lokalität gut kennt, ne? Dass man jetzt weiß, hier und dort gibt es die meisten Fossilien, an anderen Orten ist es irgendwie zu abgesucht oder da gibt es einfach nichts. Ja, so eine Art von Austausch wünsche ich mir eigentlich. So, jetzt ist aber genug geredet, ich werde jetzt mal zur Auswertung fortschreiten und viel Spaß weiterhin beim Video schauen. Ja, also was soll man nun zu dieser Tour sagen? Das war mit Sicherheit die erfolgreichste Tour dieses Jahres. Wie ich das auch schon in diesem Video gesagt habe, so viele unterschiedliche Funde und auch so viel besondere Funde habe ich bei keiner anderen Tour dieses Jahr gehabt. Ich werde wahrscheinlich auch noch in Zukunft mit den Funden dieser Tour zu tun haben, weil ich überlege, hier
den Orthozerenkalk, die Orthozeren ein bisschen freizulegen. Das ist ja ein etwas größerer und ein kleinerer, den man so an der Seite sieht. Für die ganzen Donnerkeile, die ich diesmal gefunden habe, muss ich mir langsam, glaube ich, ein Glas zulegen, in das ich die alle rein tue. Und wenn man sich die diesmal alle anguckt, die sehen ja auch alle nach was aus. Das sind jetzt nicht nur so halbe abgebrochene Stücken, sondern viele von denen sind so groß, das wären in anderen Touren jeweils meine Highlights gewesen. Ein Donnerkeil fand ich noch ganz schön anzusehen, da der viele Löcher dieses Bohrschwamms hat. Das sieht man hier. Also der ist wirklich zerlöchert. Das ist schon krass. Und dann mache ich mal mit den Seeigeln weiter. Zum einen hatte ich ja einen so in den Flintstein eingeschlossenen gefunden. Da sieht man auch noch die Schalenreste von einem zweiten, kleineren Seeigel. Ja, ob ich den so rauskriege, werde ich mal sehen. Aber der ist ja auch komplett. Also das ist eigentlich ein richtig Top-Seeigel. Da habe ich mich auch ziemlich gefreut, als ich den gefunden habe. Ich glaube, mit ein bisschen Essigsäure werde ich den eigentlich ganz gut rauslösen können. Ja, etwas kaputter sieht der ganz große Seeigel aus. Ich glaube, hätte ich den am Ende der Tour mit den Taschen vollgepackt gefunden, hätte ich den nicht mehr mitgenommen. Daran sieht man mal, wie relativ das ist, was man jetzt als einen guten oder einen schlechten Fund empfindet. Ja, den hatte ich jetzt auch schon ins Essigbad getan, hatte mir erhofft, dass man da vielleicht noch ein bisschen besser die Strukturen mitbekommt. Das einzig Coole von der Struktur her bei dem ist wirklich, dass der so platt gedrückt ist. Ne? Also das ist nicht einfach nur weggesenzt und der hört da auf, sondern diese Platten und die Abdrücke davon sind wirklich flach auf dem eigentlichen Seeigel draufgedrückt. Und das ist so diese kleine Besonderheit von dem. So, der nächste ist ein richtig, richtig, richtig schicker Seeigel. Da ist eigentlich der einzige Schönheitsmakel, dass da ein bisschen eine Ecke ab ist. Aber ansonsten finde ich den auch deshalb so gut, weil die Schale ist noch dran, aber trotzdem irgendwie erkennt man den eindeutig als Seeigel. Und durch die Kalkschale flackert das auch so ein bisschen, wenn man den so ins Licht hält. Und solche findet man eigentlich in Wustrow noch vergleichsweise häufig zu anderen Stellen. So mit einer richtig guten Schalenerhaltung. Häufig sind die, wie der davor, auch so im Flintgestein noch drin. Aber so einzelne findet man auch manchmal. Also der hat mich wirklich begeistert. Danach kommt jetzt dieser abgerollte. Das ist eigentlich auch wieder ein typisches Exemplar für Wustrow, dass man diese ohne Schale auch häufiger mal findet. Je nachdem wahrscheinlich, was gerade im Wasser aufgewirbelt wird, findet man eher die mit Schale oder ohne Schale. Aber der ist eben auch so super, weil man auch von weiterer Entfernung sofort das typische Seeigelmuster erkennt. Und man sieht auch unten die beiden Löcher, ne? Das eine ist der After, das andere ist der Mund. Und das ist ein typischer Galeritis. So, der nächste ist ein etwas abgerollter. Ich denke mal, das ist wiederum die Gattung Echinochoris. Ich werde das mal unten in der Beschreibung verlinken, damit jeder mal sehen kann, was die Unterschiede dieser beiden Gattungen, Galeritis und Echinochoris, sind. Und der ist allerdings ziemlich kaputt. Das ist ja auch immer so das Phänomen, umso größer Seeigel werden, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit anhand der Oberfläche, dass irgendwo ein Schaden entsteht und dass es irgendwie kaputt geht. Und umso größer ein Seeigel ist, desto besonderer ist es, wenn man den jetzt wirklich in der Gänze erhalten kann. So, und zu guter Letzt, ihr ahnt es, kommt der Seeigel, der im Pyrit eingeschlossen ist. Ich glaube, das ist gut, dass ihr den nochmal von nahem seht, weil auf der GoPro konnte man den jetzt nicht so scharf erkennen. Die ist eigentlich besser bei Aufnahmen auf größerer Distanz. Und hier sieht man eben richtig schön an einer Stelle, dass das Pyrit dort angeschlagen ist und dass es dann eben diese schönen, ja, manchmal geht es ja eher ins Silbrige, manchmal geht es eher ins Goldene, Farbe daher glänzt. Ich finde eben auch die Gesamtkonstellation, ja, Pyrit und die richtige Menge an Seeigel, die da rausguckt, die ist total auf den Punkt. Man sieht klar, das ist ein Seeigel, man sieht klar, das ist Pyrit. Und für alle, die jetzt noch nicht wissen, was Pyrit ist, ich kann ja mal die Pyrit-Knolle aus einem anderen Video mal hierher zeigen. Die sieht von außen noch ein bisschen dunkler aus. Da erkennt man auf den ersten Blick gar nicht, dass das sozusagen Katzengold ist. Die hatte ich eben in dem Video aufgeschlagen. Ich verlinke das mal am Ende nochmal. Und so sieht das eben aus, wenn man das wirklich frisch entweder freigeschliffen oder poliert hat oder eben in dem Fall aufgeschlagen hat.
wenn da quasi nichts verwittert ist dran. Und bei dem Seeigel, beziehungsweise bei der Pyritknolle dahinter, werde ich mal überlegen, ob ich die irgendwie noch so ein bisschen frei kratze oder so. Ich werde da mal ein paar Experten fragen, ob sowas geht, sodass die auch richtig glänzend dann ist. So, und als allerletztes Stück, den habe ich jetzt auch nicht im Bild stehen gehabt, weil der ist zu groß. Das ist der Feuerstein mit dem relativ langen Donnerkeil drin. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen gemischte Gefühle, weil so schön ganz ist der Donnerkeil nun auch nicht mehr. Aber der hat einfach eine Größe, dass man den mitnehmen musste. Also das hätte mir das Herz zerbrochen, hätte ich das nicht gemacht. Und dann war eigentlich die Oberfläche noch ein bisschen voll mit Kreide. Also auf dem Feuerstein war noch eine Kreideschicht. Und da habe ich dann ein bisschen rumgeklopft und abgeschabt, mit der Hoffnung, dass man vielleicht darunter noch ein bisschen was erkennt. Aber das ist wirklich nur der Donnerkeil, der da aufsitzt. Ja, ich hoffe mal, dass euch diese Tour genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Falls ja, hattet ihr sehr viel Spaß. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Video.